Wanken sind sie schon. Gebrochen, erschüttert. Jawohl. Oh, jetzt schießen sie wieder hinterher noch. Das ist auch nicht schlecht. Aber nicht übertreiben. Die sind immer noch erschüttert. Ah, erschüttert. Okay, so. So. Gewonnen. Wir sind ja immer noch im Zug von den anderen Nationen. Also haben wir erstmal jetzt keine Option. Ja. Und schon wieder die nächsten. Nee, die fange ich diesmal nicht ab. Na, Preußen, was machst du so lang? Ich will euch mal spaßeshalber wissen, ob das Osmanische Reich schon Griechenland von Venedig erobert hat. Da muss ich mal gucken. So. In Ceylon haben wir eine schöne Gouverneursresidenz. Das ist doch schon mal sehr gut. Und wir werden gleich mal Drillschulen bauen. Oh ja, das hätte ich beinahe vergessen. Nicht für die Grenadiere, aber für Dragoner und in Europa auch für die Schotten. Hier, Amsterdam mal. Drillschule, genau. Schweizer Infanterie haben wir hier. Die sind sehr, sehr gut. Und die Schotten sind im Nahkampf vor allem gut, im Fernkampf genauso gut wie normale Linieninfanterie. Der ist immer noch erfolgreich hier in Frankreich unterwegs und kann er mal was meucheln? Nee, das ist mir zu gefährlich. Ich jag lieber das Ding in die Luft. Hallo? Passiert nichts. Nochmal. Kann nicht wahr sein hier. Huch, was ist jetzt los? Moment. Ein kleiner Bug. Ich kann also die Armeen jetzt irgendwie nicht mehr hin und her schieben. Mal ganz kurz. Europas China. Ach, Porzellan haben wir. Ah, deswegen Angriff auf Verbündeten. Schweden greift Hannover an. Ja, da müssen wir uns auf jeden Fall Hannover anschließen. So, jetzt aber. Jetzt können wir wieder alles machen, ne? Ja, richtig. So. Hab schon einen Schreck bekommen hier. Du gehst da rein. Oh. So. Das wird nun repariert. Und diese Franzosenarmee greife ich an und versuche die automatisch mal wegzumachen. Jawohl. Richtig. Oh, Leute. Naja, gut, ich kann das erstmal mir sparen hier, das wird sowieso nichts bringen, das ist eine Geldverschwendung. Ja, da haben wir nochmal Miliz, das ist doch gut. Genau, die nächste... Die tue ich erstmal hier rein. Und die Linieninfanteristen bleiben nochmal da. So, in Ceylon, jawohl. Auch erstmal in der Drillschule. Bei der Forschung, ja, genau, all die Sachen, die ich haben möchte. Und Kartätschen müssen wir wirklich auch dann bald mal erforschen. Und hier im industriellen Bereich mehr. Es gibt so viele verlockende Forschungsvorhaben, die sich alle lohnenswert sind umzusetzen. Aber gut. Jetzt haben wir Französisch-Guyana und da sind so wenig Truppen. Ja, komm. Das machen wir automatisch. Und ja, jetzt haben wir auch Französisch-Guyana. Ja, so einfach ging das. Und dazu eine ganz wunderbare Gewürzplantage. Und eine herrliche Goldmine, die ich auch gleich bauen werde, wenn ich irgendeinem Land irgendwas angedreht haben werde. Zum Beispiel den Mogulen, den militärischen Lehrplan für 1000. Machen sie sogar. Oh, das ist viel wert. Ja, ja. Goldmine. Oh, 1800 Punkte. Das ist ja mal eine richtige Aufwertung. Ja. Und Gewürze können wir jetzt noch nicht exportieren, weil hier noch fiese französische Truppen drin sitzen. Aber wozu haben wir Miliz?
Ich befreie den Hafen und wir werden dann, ja, weiß ich, uns gleich danach eine Seeschlacht liefern. Das machen wir automatisch, würde ich sagen, die Brücke in die Luft zu sprengen. Ja. Oh, wir kriegen sogar noch 553 Friesengeld. Oder wir können die Brücke behalten und reparieren. Nee, so viel ist sie nicht wert. Ich nehme lieber die Kohle. Und der Admiral ist auch noch besser geworden, also besser geht's echt nicht. Das reparieren wir mal eben. Die Jungs auch. Und in Europa waren auch noch welche angekratzt. Hier sind sowieso immer viele angekratzt. 1004. Oh, ja, das ist echt teuer. Oh, oh, oh. Da müssen wir nächste Runde mal ein bisschen investieren. Ja, Hannover, da sind wir jetzt. Ja, es ist verbesserte Befestigung. Königlicher Palast. Die meint es aber wirklich ernst hier, wa? Filin-Infanterie. Ja, ich kann ja vielleicht versuchen, mal Hannover zu unterstützen mit irgendwelchen Technologien und so weiter. Kann man ihm gar nicht geben. Aber Krieg gegen Schweden, also so sind die Schweden weit weg. Da muss ich mir, denke ich, erstmal keine Sorgen drum machen. Jetzt kann er gerne die Schule auch in die Luft jagen. Ja! Oh, und er hat mehr Geheimaktionspunkte für Sabotagemissionen. Das heißt, die Chance wird von 48 jetzt auch endlich mal ein bisschen ansteigen. Auf irgendwie 50 oder 60 oder so. Das ist gut, gut, gut. Ja, läuft doch gut. Wir haben jetzt hier die ganze östliche Karibik unter unserem Kommando. Und wir werden dann mit diesen Truppen hier und den Truppen hier oben, wenn die unten da repariert sind und die da oben fertig ausgebildet sind, sowie mit weiteren Truppen, die ich dann in den nächsten Runden doch in Curaçao ausbilden werde, den Spaniern als dieses an den Hals fallen und Neu-Andalusien und ja, am liebsten gleich ganz Mittelamerika erobern und auch Hispaniola mitgehen lassen und dabei unsere britischen Verbündeten in Nassau, Port Royal und den 13 Kolonien unterstützen, sowie in Kanada, aber das ist natürlich, letzteres ist natürlich sehr weg, das ist sehr weit weg, das ist mir auch klar. Aber hier ist natürlich direkt vor unserer Haustür. Gut, läuft. Läuft. So, handelstechnisch muss ich mal eben gucken. Hier liegt immer noch unsere Fleute, jawohl. Wir könnten noch ein paar mehr Fleuten bauen eigentlich. Wenn wir das Geld dazu haben, machen wir das auch. Ja. Marine, hier ist noch die Schaluppe, die bringt dann die Truppen nachher zurück. Und ja, die Nationen haben, diese Inseln haben alle ein leicht negatives Wachstum. Also Schrumpfen. Bei der Wirtschaft, nicht bei der Bevölkerung, aber das wird sich bald ändern, wenn wir nämlich mal wieder einen vernünftigen Premierminister haben. Ich erlasse den jetzt mal. Ach du Scheiße. Ach Gott, der ist noch schlechter. Oh Gott, ist das furchtbar. Minus 4. Oh, war ja. Oh, 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 den müssen wir dann nächste Runde sofort entlassen. Oh, Schreck. Sofort die Wahl abhalten. Wir hatten gerade so eine hohe Beliebtheit. Der Wahlkampf ist beendet nach einer freien und gerechten Wahl, wo das Kabinett bestätigt und so weiter und so fort. Ja, gut. Aber trotzdem. Oh, das muss ich gleich nächste. Also nächste Runde Geld ausgeben für Flotte. Leute zurückholen, Leute reparieren und neuen Premierminister. Jo. Die sind ja richtig happy hier. Da kann ich die ja mal abziehen. Dann können wir die nämlich früher aus Französisch-Guyana mitnehmen. Und sogar ein Erfahrungspunkt. Ja, richtig Elite-Milizen hier. Und die können wir auch aufrüsten. So. Gut. Und dann, ja, ich wollte, ach genau, dieses Gesellschaftsvertrag bringt nochmal einen Punkt beim Städtewohlstand. Und dann können wir den Rest ja auch noch erforschen. So Arbeitsteilung, oh, das ist gut. Plus 3 Städtewohlstand, das ist immer gut. Oh ja. Hm. Ja, diese ganzen Philosophie-Krams, das bringt immer Zustimmung. Das nicht unbedingt und Metallgebäude-Sachen auch nicht unbedingt, pauschal. Sondern nur auf die jeweiligen Gebäude, also Webhütten bei Webhütten, Metallindustrie bei Metallindustrie. Beim Fruchtwechsel und der Landwirtschaft ist es nicht auch eher gebunden an die jeweiligen Gebäude. Deswegen erforsche ich lieber erstmal Philosophie, weil da hat man pauschal den Städtewohlstand erstmal. Und meistens auch noch mehr Forschungsmöglichkeiten. So, der Statthalter hier, der ist auch nicht mega pralle.